Hallo, willkommen zu unserem neuen Video. Jetzt gibt es eine Vierer-Technik-Reihe, hauptsächlich von Martin. Ich bin Versuchskaninchen. Was erklärst du den Leuten denn schön? Genau, ich und die Petra, oder die Petra besser gesagt, ist heute Proband. Wir erklären euch, wie das funktioniert, Spitzkern und enge Kufen zu fahren, weil es wird so oft gefragt bei unserem Kanal, macht es mal ein Technikvideo, erklärt es das einmal. Wir probieren es relativ kurz. Es gibt wahrscheinlich schon 18,4 Millionen Videos als Hinterradfetzen, aber unsere funktionieren. Der Martin hat schon gesagt, in 4 Wochen zum Hinterrad versetzen, sonst kriegt ihr euer Abo zurück. Nee, der Martin gibt dann Bier aus. Ich nehme alles wieder zurück. Ich fange mal an mit dem Bike primär. Was wichtig ist für die Grundposition. Ich mache ein bisschen so eine Cockpit-Einstellung. Wer das noch nicht gemacht hat oder drüber nachdenkt, sein Cockpit zum Einstellen, fangen wir mal bei der Lenkstange an. Wichtig, die Lenkstange, sie sind ja relativ breit geworden, sollten eine gute Schulterbreite haben. Also nicht zu schmal und da vielleicht kein 100er oder so umhockst wie auf einer Chopper oder auf einem Dragbike, sondern schöne Schulterbreite. Dann greifst du das Bike auch gut an. Und ihr seht, ein Finger an der Bremse und die Bremse könnt ihr ruhig so weit reinversetzen, dass der Hebel im äußersten Bereich bedient wird. Dann hat man immer den maximalen Hebelweg und die stärkste Bremskraft. Wenn die Hebel zu weit drin sind, hat man dann nicht den optimalen Bremsbereich, weil du halt hier wegrutscht. Genau. Aber es geht ja auch darum, dass die Hand ganz außen sein soll, damit man weiß, wo der Lenker aufhört. Genau. Weil es ein Hindernis ist, dass man nicht hängen bleibt. Ne? Genau. Und dann bringe ich eine schöne Bremskraft zusammen. Zu der Neigung ungefähr so 45 Grad. Ich habe es jetzt relativ locker gesetzt. Die sind nicht stark angeschraubt. Die haben den Vorteil, wenn ich stürze einmal und die klappt es mir rauf, dann bricht mein Hebel nicht ab. Also die sind relativ, sage ich mal, handfest, aber nicht zu fest angeschraubt. Das ist einmal so das Wichtigste von der Cockpit-Einstellung, was die Lenkstange angeht. Jetzt haben wir noch das Thema Vorbau. Vorbauten gibt es ja auch wie Sand am Meer. Es gibt lange, es gibt kurze, hohe, tiefe. Wir fahren relativ kompakte Vorbauten. Das sind 35 mm Vorbauten. Das wird auf Achsmaß gemessen. Kürzer geht es fast nicht bei den normalen. Und haben den Vorteil, dass ich total wendig bin mit dem Bike. Also ich lenke eigentlich mit dem Hebel, was die Lenkstange mir bietet, direkt ein und aus. Ist der Vorbau relativ lang und relativ hoch, wird das ganze Rad indirekt. Und was es noch einen Vorteil hat, wenn jetzt das Rad nach unten sich neigt, der Punkt, also das Lenkkopf, Lenkkopf-Oberlager, variiert da nach vorne. Ja, relativ parallel auch der Punkt vom Vorbau. Würde der Vorbau da sein oder hoch sein, dann heben wir mal die Hand hier, Lina. Ist man schon da. Dann ist es natürlich viel schwieriger und wie soll ich sagen, ja, man komplexer, fällt halt auch genau, hin, dass ich lenken kann oder drüber fahre. Daher bin ich der Fan von einem kurzen Cockpit, kompakten Cockpit, ohne Spacer. Direkt aufs Steuerrad drauf. Spacer oben sind noch okay zur Klemmung, aber mehr würde ich nicht machen. So ein man bisschen darf ja auch nicht vergessen, dass man beim Enduro ja doch nicht ganz so viel tritt. Also man tritt natürlich einen gewissen Teil, aber dann hat man ja auch wieder Tragepassagen oder Schiebepassagen. Also es ist vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Man soll schon bequem drauf sitzen, aber wenn man jetzt rein Marathon fährt, ist es ja nochmal anders, als wenn man jetzt eben... Und die Bikes sind eh dieses Long and Slack, die Rahlen werden eh relativ lang jetzt schon jeder Hersteller. Man hat eh genug also Reach oder man sitzt ja relativ bequem auf die Bikes, also von denen her überhaupt kein Problem. Die ersten Räder, was wir so gehabt haben, 2010 und so, wo wir das gemacht haben, und die Leute gesagt, was macht es mit einem kurzen Vorbau? 2010 habe ich mal, oder 2008 war das, habe ich mal dreifach umgebaut auf ein Zweifach. Da haben sie gesagt, man kann gar nicht mehr bergauf fahren mit denen. Hat alles funktioniert, jetzt fährt man einfach. Aber egal, ist wie es ist. Ja, so viel mal zum Thema grobe Einstellung Cockpit. Nehmt es ein bisschen zum Herz, probiert es aus, gewöhnt euch daran. Das ist keine Sache, die was gleich funktioniert. Probiert es langsam modifizieren. Schneidet nicht gleich die Lenkstange ab oder baut euch die Bremsen ganz rein, sondern Schritt für Schritt. Weil Umgewöhnung ist immer so ein Thema. Und auch Vorbau, wer zuerst schon so eine Wäscheleine angehört oder vorgehabt hat und jetzt zurückgeht, der wird einen Unterschied merken. Gell? Also du sagst praktisch, erst probieren mit der Lenkerbreite, bevor ich ihn abschneide. Ein bisschen probieren. Abschneiden, dreimal abschneiden, immer nur zu kurz, ist der falsche Weg. Weil dranstecken kann ich ihn ja nicht mehr, gell? Scheiße. Vielleicht gibt es jetzt die 9 Raceface Dropper Handlebar, die was bei technischen Passagen sich zusammenziehen und ausfahren. Ja, und im Zweifelsfall freut sich dann der Teileversand. Ja. Wenn man mal und aufpassen, Carbon, kein Rohrschneider, Carbon sägen. Abkleben auf der Seite mit einem Tape. Dann habt ihr das Tape und in der Mitte vom Tape sägt es runter, weil es ist Frontzeug, das Carbon komplett aus. Das schaut aus wie ein Besen dann noch. Gut, Grundposition. Die Petra steigt jetzt auf.
Stützstabsen sitzen. Oder? So. Jetzt sind wir am Rad. Das heißt, die Ellbogen gehen da schön raus. Noch ein bisschen aus. Ja, genau. Jetzt merkt ihr es. Druck ist am Vorderrad. Genau. Die Beine sind lang. Und sie kann vor mit dem Becken, mal zurück und vor mit dem Becken die ganze Zeit variieren. Sie kann super das Gewicht ausgleichen. Und sollte ein Schlag kommen oder lenken, kann sie mit den Ellbogen das ausgleichen. Kurz und lang. Ellbogen sozusagen. Genau. Wenn jetzt sie zum Beispiel, wie soll ich sagen, die Ellbogen lang machen würde, mach's lang und geh mit den Beinen tief. Ellbogen lang und geh zurück. So. Jetzt ist das Gewicht hinten. Selbst die Gabel. Belastung hinten. Es wird nie eine Möglichkeit haben, mit dem Rad zukünftig effektiv enge Kurven zu fahren. Wenn jetzt sie wieder zurückgeht, geht es nach vorne. Zack, jetzt merkst du, die Gabel geht runter. Druck ist am Vorderrad, also richtig schön belastet der Reifen. Sie kann einlenken, hat Spielraum und die Füße sind entlastet. Ja, perfekt, oder? Aber wie schaut sie jetzt aus, die Position? Wie schaut die Position aus? Gehen wir sie durch. Pedale bleiben unten waagerecht. Also nicht ein Pedal in der 6 und 12 Uhr, sondern eigentlich 3 und 9 Uhr. Wie man will, vorne oder hinten, bleibt sie dann relativ egal. Ja, da fühlt man sich einfach mit einem Bein wohler als genau. Mit dem anderen. Mein Tipp, probiert es beide Richtungen. Ihr habt beide Richtungen angelernt. Das ist super für die Kurven. Probiert es immer wieder. Irgendwann ist es dann wurscht, was vorne und hinten ist. Die Beine sind fast durchgestreckt. So wie man es hat. Ja, genau. Und die Ellbogen gehen nach außen. Das ist der Rücken dann auch gerade. Genau, und der Rücken ist dann relativ gerade. Und wie heißt die Stelle? Delfin? Hase? Gorilla-Stellung. Man ist quasi auf dem Bike. Stellung darf man nicht sagen. Eigentlich, es sollte dynamisch sein. Wenn das Bike jetzt arbeitet, dann sieht der Sattel kann arbeiten, sie kann es abfedern, alles mit den Ellbogen. Also, das sollte ja was Dynamisches werden. Es sollte einfach das Bike überbauen, im Prinzip wie so eine Spinne oder wie so eine Konstruktion. Wichtig ist auf jeden Fall Druck nach vorne und Beine lang. So hast du beim Bergabfahren nie müde Füße, die Oberschenkel fangen nicht brennen an und die Arme können schön arbeiten. Und genau. Brennen. Und brennen. Steigst ab? Super. Das könnt ihr jetzt üben. Das Beste ist, ihr stellt euch ein Telefon wohin, dann filmt es euch, ihr lernt es euch gegen eine Hausmauer oder wo an und probiert es einmal. Und wenn das dann verinnerlicht ist und das abgespeichert ist, also das Wissen, dann probiert es einfach einmal, das ein bisschen umsetzen im Trail. Druck nach vorne, Druck nach hinten. Und dann schön langsam kommt man in die Kurventechnik. Dann zu Teil 2. Das geht dann, oder? Zu Teil 2. Und dann stellen wir euch nächste Woche vor. Also dranbleiben. So schaut's aus. Übrigens, man sieht gleich, dass es nicht mein Fahrrad ist. Warum? Naja. Ist das ein Männerfahrrad? Das Strandbild. Eine Dame sitzt am Strand, ist ja nicht verboten. Hier bekommt ihr noch einen kurzen, schnellen Überblick für Teil 2. In dem wird euch der Martin dann lernen, wie ihr ein Stoppy machen könnt, also wie ihr das Hinterrad hochnehmt. Das ist natürlich Grundvoraussetzung zum Hinterradversetzen in den Kurven und von dem her dringend wieder einschalten.